Geschätzte Medienschaffende, geschätzte Damen und Herren, die uns an Zoom verfolgen, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Point de Presse, zum Härtefallprogramm und im Speziellen zur Gesuchseingabe. Bei mir da vorne ist der Basilio Scheidegger, mein Chef Finanzverwaltung und zwei von seinen Leuten, die Ihnen werden anschliessend im Laufe dieser Vorstellung Detail vorstellen. Zwei, drei Vorbemerkungen, bevor wir dann zum Kern der heutigen Vorstellung gehen. Wir haben am 14. Dezember, mitten in der Budgetdebatte, hat der Kantonsrat die erste Etappe beschlossen von dem Härtefallprogramm. Wir haben da können beschleunigen. Das bedeutet, dass auch alles zusammen schneller geworden ist. Ausschreibung im Amtsplatz, zwei Tage später und immer. Ich meine, man muss sie nicht verhehlen. Zürich wird als, wie soll ich sagen, Trödelkanton bezeichnet. Und alle vergessen, dass wir normale Gesetzesgrundlagen haben. Und die müssen eingehalten werden. Und wir haben die Vorgabe, dass wir ein Referendum abwarten müssen. Und die Referendumsfrist, die läuft am 15. Februar ab. Und bevor das nicht abgelaufen ist, kann ich beim besten Willen keinen Franken auszahlen. Sonst mache ich eine Gesetzesverletzung und riskiere, dass irgendjemand gegen das Einsprache erhebt. Und dann wäre das gar nicht gut. Sobald aber das abgelaufen ist, werden wir, so stelle ich mir es auf jeden Fall vor, und das wird Ihnen jetzt auch vorgestellt, werden wir grosse Auszahlungen machen können, das heisst, früher als geplant. Zur Abwicklung der Gesuchstellung. Wir stellen Ihnen heute das Online-Gesuchsportal vor. Und man hat jetzt in diesen Diskussionen, wie Sie es verfolgt haben, x-mal gesagt, der Bund hätte doch das selber machen sollen, dann wäre es viel schneller gegangen. Meine Damen und Herren, wer das glaubt, der glaubt am Ferimann oder der vergleicht Kraut und Rüebli miteinander. Bei der Bundesvorlage hat der Bund einfach, also nicht einfach, sondern er hat Kredit gesprochen, zwar in Milliardenhöhe, der Kanton Zürich hat auch 500 Millionen, 425 Millionen, mit den Banken zusammen 500 Millionen Kredit gesprochen, in Notrecht. Und das alles ist abgehandelt worden von den Kreditabteilungen der Banken. Das sind im Raum Zürich sind das Hunderte von Mitarbeitern, spezialisierte Kreditvergabetermine, die bestehend sind, die die Auszahlungen veranlasst haben. Wir haben im Vorfeld gesagt, von den Kantonen her, das ist eine schwierige Aufgabe, wenn man das den Kantonen übergibt. Wir machen das. Wir haben keine Strukturen, um das zu machen. Die müssen aufgebaut werden. Auch die Kurzarbeitsentschädigung beispielsweise. Die kann man abstützen auf die Strukturen der SVA, bei der Arbeitslosenkasse sind es die Arbeitslosenkassen, alles bestehende Strukturen. Die Auszahlungen von diesen fast 500 Millionen, wenn am Schluss der Stand wird sein, die wird jetzt von der Finanzverwaltung gemacht und davor ist die Schwierigkeit, dass die Gesuchsprüfung. Und zwar wird die gemacht von rund etwa 8 Leute aus der Finanzverwaltung, 8 Leute und etwa 2 Leute aus dem Generalsekretariat mit allen Anträgen, mit allen Beratungen im Kantonsrat, mit der ganzen Umsetzung, die man dann macht, wird mit 8 bis 10 Leuten vorbereitet. Und nachher selbstverständlich kommen noch die IT-Spezialisten dazu, die das Tool entwickelt haben. Und gleichzeitig natürlich dann auch die Revisionsgesellschaft, die die Gesuchsprüfung macht.
Unsere Zielsetzung war, dass wir bei dieser Gesuchseingabe für den grössten Kanton möglichst hohe Effizienz anstreben müssen. Man redet nach dem letzten Mittwoch nicht mehr von 5'000 bis 7'000 Gesuchen, wenn wir gerechnet haben, sondern einer Verdoppelung. Wir rechnen, wir wissen es ja nicht, wir rechnen bis 10'000, 15'000 Gesuchen wahrscheinlich. Und das in dieser Kadenz, ich habe es Ihnen gesagt, am 14. Februar, vor einem Monat, hat man eine ganz andere Ausgangslage. Und darum sind wir der Meinung, wir haben das automatisieren. Erstens einmal, wenn die 10 Leute 15'000 Briefe auf den Tisch bekommen mit Gesuch, sind wir der Meinung, die Hälfte hätte man wahrscheinlich zurückschicken müssen, weil es nicht vollständig gewesen wäre. Es wäre ein riesen Aufwand gewesen und darum sind wir überzogen, dass wir am Schluss auf dem rechten Weg da sind und dass wir am Schluss miteinander werden die grossen Auszahlungen können machen. Pro Gesuch rechnen wir dann noch mit einer Prüfungszeit von durchschnittlich 1,5 Stunden. Die Gesuchseingabe wird noch online möglich sein. Meine Erwartung ist auch, dass die Verbände, die Berufsverbände und Gewerbeverband, dass sie natürlich jetzt auch ihren Mitgliedern Hilfestellungen leisten. Bei dieser Gesuchseingabe, für die, die vielleicht ein Problem haben und ihnen die nötige Unterstützung zukommen lassen. Das Tool ist entwickelt worden. Meine Leute haben hier einen Haufen gearbeitet. Morgen, Dienstag, wird es aufgeschaltet. Eingabefrist für die erste Runde ist am 31. Januar. Eine verkürzte Frist, um die schnelle Auszahlung zu ermöglichen. Die verlangten Unterlagen sind seit der Weihnacht auf der Webseite des Kantons. Kann man schauen, was da gebraucht wird für die Gesuchseingabe. Und ich hoffe auch da, dass die beteiligten Verbände, die ein grosses Lobbying gemacht haben, ihren Mitgliedern auch frühzeitig vielleicht auf das hingewiesen haben. In diesem Sinne möchte ich nicht mehr länger werden. Ich übergebe an Basilius Scheidegger. Danke vielmals. Ich würde Ihnen kurz erläutern, wie jetzt das konkret vor sich geht, wenn jemand möchte ein Gesuch eingeben. Und zwar kann über das Internet die Seite www.zh.ch/Härtefall geschrieben aufgerufen werden. Und dort wird man sehen, dass man auf so eine Service-Seite kommt, wo jetzt noch Unterstützung und Finanzhilfen heisst. Und wenn man dann hier runterscrollt, dann kommt man auf das Härtefallprogramm. Und wenn man dort noch ein bisschen weiter runtergeht, sehen Sie jetzt, dass momentan steht, derzeit können noch keine Gesuche eingereicht werden. Ab morgen, wenn dann das online ist, können Sie dort drauf klicken und dann kommen Sie auf eine Seite, wo Sie nachher können mit der Gesuchseingabe starten. So, wir gehen jetzt mal auf die Seite. Sie müssten sich dann zuerst registrieren. Das haben wir hier schon gemacht und werden darum direkt anmelden mit dem E-Mail oder Benutzernamen und dem Kennwort. Sie haben auf dieser Service-Seite, dann, wo Sie, wenn Sie einsteigen, auch sämtliche Informationen, eine Anleitung drauf, wo Sie sehen, was man machen muss. Dort sollten eigentlich alle Fragen, die sich stellen, beantwortet werden. Sie kommen dann auf so einen Prüffragekatalog. Und da ist jetzt wichtig, dass Sie bei diesen Fragen, die Sie zuerst beantworten müssen, das genau durchlesen und nachher wahrheitsgemäß Ja oder Nein antworten. Das ist äußerst wichtig, weil jedes Mal, wenn Sie Ja ankreuzen oder Nein ankreuzen und es ist das Gegenteil von dem, was notwendig wäre, dann sind die entsprechenden Gesuche nicht anspruchsberechtigt. Die Seite die dient dazu, dass Gesuchsteller sofort wissen, ob ihr Gesuch anspruchsberechtigt ist. Und wenn es das nicht ist, dann bitte ich alle von der Gesuchseingabe abzusehen. Wieso ist das so wichtig? Je mehr Gesuche das wir bekommen, desto mehr Gesuchsprüfungen müssen wir durchführen. Und wenn da ein Nein angekreuzelt wird, zum Beispiel jetzt dort,
dann sehen sie, kommt eine rote Farbe. Und wenn das so ist und sie reichen das Gesuch trotzdem ein, dann würde das Gesuch ergebnislos geprüft. Das heisst, es braucht Zeit, bis alle Gesuche durchgeprüft sind. Und es führt nicht zu einem Nutzen, sondern nur zu einer Verzögerung für alle anderen Gesuche. Sie haben auch eine entsprechende Fehlermeldung, die dann kommt, die Ihnen das zeigt. Und Sie müssen sowieso am Schluss eine Selbstdeklaration unterschreiben, wo Sie bezeugen, dass Sie alles wortgemäß ausgefüllt haben. Und das könnte man ja dann gar nicht machen. Wenn alles in Ordnung ist und Sie tatsächlich den Anspruchsberechtigungen entsprechen, können Sie auf den grünen, blauen Knopf drücken und dann kommen Sie in die eigentliche Gesuchseingabe ein. Hier haben wir auch schon eine vorab gefüllte Maske, wo Sie obendran alle Erläuterungen sehen. Kurzanleitung, Gesuchsformular. Auch hier haben Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um das Formular abzufüllen. Und wie gesagt, es gibt sogar noch eine Weisung auf der Service-Seite. Gut, also da sind wir mal bei den Kontaktdaten. Sie sehen das, gesuchstellende Person 1. Wenn mehrere Leute zeichnungsberechtigt sind, dann gibt es noch eine gesuchstellende Person 2 oder 3. Sie haben immer auf der linken Seite, können Sie mit der Maus über die entsprechenden Eingabefelder und dann sehen Sie mit der Mouse-Over-Funktion weitere Erläuterungen. Rechts oben haben Sie einen Link, wo Sie weiterführende Informationen abrufen können. Und wenn Sie irgendwo eine Eingabe machen, im Feld, wo nicht stimmen kann, dann kommt eine Warnmeldung. Also beispielsweise eine E-Mail-Adresse, die nicht vollständig ist. Sie sehen, all diese Sachen sind auf Effizienz ausgerichtet. Das hilft einerseits dem Gesuchsteller, dass es keine Rückfragen gibt. Das hilft uns, dass wir schnell prüfen und schnell auszahlen können. Und das hilft allen Anspruchsberechtigten, dass die Gelder eben möglichst schnell fliessen können. Dann sind wir jetzt in der Demonstration im Bereich des Jahresumsatzes. Dort geht es dann tatsächlich darum, dass die Hilfen, so wie Kriterien definiert sind, korrekt können, beantragt werden. Auch da haben wir automatische Berechnungen hinterlegt, sodass nur das Maximum, das gemäß den Kriterien möglich ist, kann beantragt werden. Gut, zuunterst kommen Sie nachher auf den Bereich der Belege. Hier sehen Sie die Belege, wie sie definiert worden sind in der Covid-19-Härtefallverordnung vom Bund. Die Belege können im Beleg-Upload hochgeladen werden. Und sie müssen auch hochgeladen werden. Wenn die Belege nicht vorhanden sind, dann muss in der Gesuchsprüfung eine Rückfrage stattfinden. Das heisst, auch das gibt eine weitere Verzögerung des Prozesses. Darum ist es wichtig, auch hier die entsprechenden Belege hochzuladen. Ganz am Schluss müssen Sie bestätigen, dass Sie sämtliche Belege hochgeladen haben. Und dann können Sie eine Gesuchszusammenfassung erzeugen. Und das machen wir jetzt kurz. Sie sehen dann hier eine Gesuchszusammenfassung von dieser Musterfirma. Da sieht man, was der Jahresumsatz ist, was das beantragt worden ist an nicht rückzahlbaren Darlehen und Beiträge und an Darlehen, die Laufzeit, also die wichtigsten Parameter. Das muss unterschrieben werden. Sie sehen links und rechts die beiden Unterschriftsberechtigten von dieser Musterfirma. Und dann kommt die Selbstdeklaration, die bezeugt werden muss, dass die Anforderungen gemäss Bundesrecht eingehalten werden. Auch die muss unterzeichnet werden. Wenn Sie das unterzeichnet haben, können Sie das nachher im Upload-Center der Gesuchseingabe wieder hochladen. Was wir jetzt machen. Und der Upload ist fertiggestellt. Sie sehen das auf der Seite. Wir haben jetzt Gesuchszusammenfassung links zuunterst von der Musterfirma. Und da kann man zuunterst bestätigen, dass man jetzt alles korrekt gemacht hat und die Gesuchszusammenfassung unterschrieben hat und hochgeladen hat. Und wenn man so weit ist, dann könnte man jetzt im Moment das Gesuch übermitteln.
Jetzt, wenn Sie das nicht in einem Zug schaffen, weil Sie bei den Belegen gesehen haben, dass Sie noch nicht alle Belege haben, dann können Sie jederzeit wieder einsteigen mit Ihrem Login und Gesuchseingabe fertigstellen. Sie müssen nicht das alles in einmal machen. Sie können das nachher wieder später nochmal aufrufen und vielleicht fehlende Belege noch hochladen. Und erst wenn alles vollständig ist, dann können Sie das Gesuch am Schluss übermitteln. Wichtig ist einfach, dass Sie dann dort drucken, speichern, ohne zu übermitteln. Und dann sollten die Sachen so bleiben, wie Sie es eingegeben haben. Übermittelt werden kann nur, wenn kein Fehler vorliegt. Und wenn man dann will übermitteln, dann erscheint am Schluss ein Pop-up-Fenster zur finalen Bestätigung, wo man nochmal drucken kann, dass das jetzt tatsächlich alles vollständig ist. Und am Schluss, wenn Sie dann das übermittelt haben, dann gibt es eine Empfangsbestätigung per E-Mail. LiveGo wird das spätestens morgen und ab dann erwarten wir die ersten Gesuche. Danke vielmals. Gut, besten Dank. Gib mir noch schnell den Blick. Danke. Zwei, drei abschliessende Worte, bevor wir dann zu den Fragestellungen kommen, wenn es Zerrungen gibt. Die Gesuchseingabe, die jetzt eigentlich einen halben Monat wird laufen, die betrifft den Kantonsratsbeschluss vom 14. Dezember, wird bezeichnet als sogenannte erste Runde, wo eigentlich, wenn man jetzt nur in Affond-Perdue-Beiträge rechnet, 200 Millionen Franken im Kanton Zürich zur Verfügung stehen. Und erforderlich ist, Sie haben das gesehen im Gesuchseingang, dass man die Kriterien, die der Kantonsrat festgelegt hat, insbesondere der Teil, der viel diskutiert worden ist, die Umsatzeinbuße von mindestens 50%. Es weiss es ja niemand, wie viel das alles erreicht haben. Das sind alles Spekulationen und Schätzungen bis heute. Sollte das Betragsvolumen von diesen 200 Millionen nicht ausgeschöpft werden, weil die Kriterien streng sind und so weiter und so fort, oder weil Gesuchsteller sagen, ja nein, ich warte vielleicht erst auf die zweite Runde, wo die neuen Kriterien gelten, dann wird das Geld, wo in der ersten Runde nicht gebraucht wird, wird der zweite Zuteilungsrunde, wo Anfang Februar dann aufgeht, zugeschlagen. Die zweite Runde gelten die gelockerten Bundesvorgaben, also das heisst 40 Tag behördlich verfügte Schliessung seit dem 1.11.20 ohne Umsatznachweis, also wenn Sie ein Restaurant haben oder einen Laden, wo jetzt geschlossen wird, wie der Bundesrat jetzt beschlossen hat, dann hat ja die mit den neuen Beschlüssen vom Bundesrat auch die Umsatzhöhe, die man immer angerechnet hat, der Ausfall, hat jetzt eigentlich eine weniger höhere Bedeutung bekommen, weil man gesagt hat, der Schliessungstag, wer 40 Tage zu ist, der ist automatisch ein Härtefall. Bei diesen 40% Umsatzverlust gibt es auch eine kleine Änderung. Und zwar wird der Umsatzverlust nicht mehr für das Kalenderjahr verlangt, also vom 1. Januar 20 bis 31. Dezember 20, sondern beispielsweise, das kann das Unternehmen wählen, kann sagen, vom 1. mein Umsatzverlust im 1. März 20, weil Anfangsjahr haben wir ja noch pandemiefreie Zeit gehabt. Man kann sich das so gar nicht mehr vorstellen. 2 Monate pandemiefreie Zeit, wo man vielleicht noch gute Umsätze gemacht hat. Jetzt kann man sagen, also ab März oder April, könnt ihr die selber wählen, ab
März 20 bis im März 21 hatte ich den Umsatzverlust gehabt. Demzufolge tue ich die Anforderungen erfüllen. Und neu ist die Obergrenze für nicht rückzahlbare Beiträge, wo wir ja vorher gehabt haben, 10% vom Umsatz, hat auch der Bund festgelegt, hat der Bund neu 20% vom Umsatz festgelegt. Das heisst, das Restaurant, das 1 Million Umsatz hat, kommt jetzt nach diesen Vorgaben kommt 200'000 Franken Affront perdu über. Kann aber auch wählen, dass er noch einen Teil darlehen will. Aber grundsätzlich hat es Anspruch auf 1 Million Umsatz, 20%, 200'000 Franken Affront perdu. Das Volumen, die Sachen, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, der Antrag ist im Kantonsrat, den haben wir am letzten Mittwoch in der Regierung beschlossen, dass man die alten Kriterien, die alten kantonalen Kriterien aufhebt. Der Kantonsratsbeschluss sagt, wenn alles gut geht, sollte am nächsten Montag fallen. Weil wir bereits darauf angewiesen sind, dass die Leute wieder arbeiten können, für das Tool von der nächsten Runde dann zu bearbeiten, dass das nach den neuen Kriterien angepasst wird. Und Sie sehen, also das ist eine enorme Kadenz, dass man alle 14 täglich, und wahrscheinlich wird der Bund wird wahrscheinlich die Verordnung auch noch mal ändern, wenn es gut kommt, so wenn ich es einschätze, wir wissen es nicht. Aber es könnte gut sein. Und gleichzeitig, also das Parlament wird mit dem Beschluss, den wir Ihnen gestellt haben, auf Ihre eigenen verschärften Kriterien verzichten. Weitere Beiträge sprechen von 50 Millionen Franken kantonales Geld, als man weitere 100 Millionen Bundesgeld könnte auslösen. Und mit dem Restbetrag gibt es dann doch noch mal eine rechte Runde. Und zusätzlich, das ist mehr oder weniger kommuniziert worden, hat ja der Bundesrat noch eine Bundesratsreserve von 750 Millionen, die aber alleine vom Bund finanziert wird. Und von diesen 750 Millionen sollte so, wenn man sich vernehmen lassen hat, sollte nochmal 150 Millionen an den Kanton Zürich fallen. Das würde heissen, dass wir für die Härtefälle momentan 500 Millionen Franken zur Verfügung haben. Dann noch zum Abschluss. Ich habe gesagt, wenn der Kantonsrat beschlossen hat, dann wird das sofort erfolgen. Und was einfach auch noch wichtig ist und eigentlich aus meiner Sicht erfreulich, für die neuen 50 Millionen, oder, braucht es kein Referendum mehr. Oder? Der Kredit ist gesprochen, die Vorgaben auch. Und das ist jetzt ein sogenannter Nachtragskredit. Und für den braucht es kein Referendum mehr. Sonst müssten wir noch mal. Das ist ganz wichtig und haben wir auch finanzrechtlich klar abgeklärt. Der Fall ist klar, es braucht kein Referendum mehr. Und weiterhin möchte ich einfach noch sagen, und das vergisst man etwa die, für Not- und Härtefälle steht bis am 31. März weiterhin das Kreditprogramm von den Banken offen, das wir ja zusammen haben mit den Platzbanken. Und ich glaube, aufgrund von diesen Kriterien, die jetzt ja klar sind, gehe ich auch davon aus, wenn wirklich ein Problem da ist, bis dann das Geld fließt, dass auch der Bankberater jetzt am Restaurant, wo kann sagen, schau, aufgrund von diesen Kriterien, die der Bundesrat beschlossen hat, bin ich ein Härtefall und habe aufgrund von meinem Umsatz Anspruch auf so und so viel Geld. Und ich glaube doch, dass die meisten Bankberater, wenn sonst alles stimmt, dann bereit sind, da nochmal für eine Lösung Hand zu bieten, weil die Kriterien sind klar, sie liegen auf dem Tisch eigentlich. Und von dem her haben wir da auch noch ein bisschen Flexibilität. Das wären unsere Ausführungen gewesen, rund um die Gesuchseingaben vom Härtefallprogramm. Sie haben es gehört vom Herrn Scheidegger. Morgen kommt dann die Nagelprobe in den nächsten Tagen, dass das alles läuft. Und ich hoffe, dass das alles läuft so.
wie wir das geplant haben, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir am Schluss können, nicht mit Briefen und Excel-Tabellen das Ganze abrechnen, sondern dass wir das nachher digital sauber aufgelistet haben, dass wir jederzeit, wenn die Finanzkontrolle vom Bund kommt, die Finanzkontrolle vom Kanton oder SECO, weil die Vorgaben, die vorher gezeigt worden sind, die hat SECO gesagt, oder? Wir haben mit dem SECO langgekehrt. Was heisst jetzt das, wenn einen eingibt? Ist es eine Selbstdeklaration? Oder was muss er alles bringen? Ich habe Mailverkehr von Herrn Scheidegger mit dem SECO x-mal hin und her. Und man muss sich einfach bewusst sein, oder? Also wir tragen jetzt, ich trage die Verantwortung mit meinen Leuten zusammen, dass das korrekt abläuft. Und wenn ich irgendjemandem in diesen Betragsgrössen, oder? Also, es gibt ein Restaurant, das 5 Millionen Umsatz hat. Da kommt dann eine eigentlich Cash über. Und wenn das Geld nicht korrekt und sauber als richtigen Ort kommt, dann bin ich sicher, gibt es genug Serien, also die jetzt sagen, zahlen Sie mal, was haben die denn da gemacht, oder? Und von daher ist das nicht ganz so einfach, aber ich glaube, der Anspruch ist da, dass man diesen Härtefällen hilft. Das wollen wir machen, aber es muss auch korrekt und sauber ablaufen und irgendwie handelbar sein. Und wir meinen jetzt mit der Lösung, die da erarbeitet worden ist, sind wir auf dem rechten Weg. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, sind wir gerne bereit, die jetzt zu beantworten. Wem darf ich das Wort geben? Ja, bitte. Das letzte Mal, als es so ein Tool hat vom Kanton, ist es um die Anmeldung zur Impfung gegangen. Das hat ja dann, ist dann schnell überlastet gewesen. Läuft das Tool auch irgendwie Gefahr, unter dem Ansturm zusammenzubrechen, oder ist das anders gelagert? Also ich hoffe es nicht, aber da hat der Herr Scheidegger Auskunft gegeben. Das habe ich ihn heute auch schon dreimal gefragt. Wir hoffen es alle nicht und wir versuchen aus diesen Erfahrungen natürlich zu lernen, aber Kapazitäten sind für sehr hohe Gesuchszahlen ausgebaut. Ja, Frau. In der Kultur kann man ja im Moment auch so Gesuche stellen und dort gibt es auch Selbstdeklarationen, wo angekündigt ist, dass es Stichproben gibt. Gibt es das bei Ihnen auch? Ja, es ist eine Vorgabe vom Bund, dass wir ein Konzept erstellen für eine Missbrauchsbekämpfung. Das ist selbstverständlich ein Bestandteil von so einer Lösung und wir gehen nicht von dem aus, weil wir ja gezeigt haben, bei dem Gesuchsformular muss man all die Fragen beantworten. Also dort wird einmal gezeigt, wenn man etwas fälschlich beantworten würde. Aber wir werden selbstverständlich entsprechende Massnahmen im Nachgang auch noch ergreifen. Kommt dazu, dass wir schon bei der Gesuchsprüfung natürlich heranschauen und die Belege werden geprüft, die Firmen werden geprüft, die Unterschriftsberechtigungen werden geprüft. Weitere Fragen? Bitte. In der Medienmitteilung wird noch unterschieden zwischen Darlehen und eben diesen nicht rückzahlbaren Beiträgen. Können Sie da noch erläutern, inwiefern da unterschieden wird? Also das können grundsätzlich die Unternehmen entscheiden, ob sie einen Affront-Perdue-Beitrag wollen oder ob sie ein Darlehen wollen. Das ist einfach an die Höchstgrenze gekoppelt, die der Bund gesetzt hat. 750'000 ist die Höchstgrenze bei... Nein. Für die erste Runde 400'000 Franken für Affront-Perdue. Lex Kanton Zürich ist 400'000. In der neuen Runde wird es 750'000 sein. Und 10 Millionen Darlehen, glaube ich, ist gleich geblieben. 500'000 in der ersten Runde Darlehen und 10 Millionen nachher in der zweiten Runde. Und unsere Kreditberechnungen sind so, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass der grösste Teil Darlehen werden beanspruchen. Und Entschuldigung. Affront-Perdue-Beiträge werden beansprucht und dort, wo wir Kredit geben, rechnen wir eigentlich, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu 100% zurückgezahlt werden, sondern wir rechnen mit der Ausfallwahrscheinlichkeit von 80%. Weil wenn es so ist, wie, und da zweifle ich auch ein Stück weit nicht dran, wie man sagt, dann
dann sind die Leute einfach nicht mehr in der Lage, dass sie Geld bekommen auf dem normalen Kreditweg, ausser sie haben jetzt vielleicht Anspruch und können das ausweisen und eine gute Bankverbindung, dass sie da vielleicht etwas überkommen. Aber sonst ist das halt wirklich ein Härtefallprogramm. Oder? Geht's auf die, ja, nicht. Sie sagen, 1,5 Stunden pro Mitarbeiter, pro Gesuch, gehen Sie davon aus, haben Sie eine Vorstellung, wie viel Zeit dass es für ein gut organisiertes Unternehmen braucht, das Gesuch auszustellen? Ja, also das habe ich jetzt nicht nachkalkuliert. Oder? Mir ist vor allem beim Kalkulieren von diesen 1,5 Stunden darum gegangen, dass ich genug Gesuchsprüfungskapazitäten einkaufen kann. Darum kenne ich die Zahl so genau. Das ist natürlich interessant, wenn man jetzt nicht sagen kann, ihr solltet das, wenn ihr gut organisiert seid, solltet ihr das in 1,5 Stunden haben. Ja, das kann man so nicht sagen. Ich weiß nicht, wie gut dass die Unternehmen dann dokumentiert sind. Oder? Da haben sie ganz viele verschiedene Arten von Unternehmen, die Jahresrechnungen, Teilgeld parat haben, Spartenrechnung, Teilgeld parat haben. Andere müssen so eine Spartenrechnung zum Beispiel vielleicht zuerst noch machen, wenn sie eine Spartenrechnung überhaupt brauchen, oder? Das ist sehr unterschiedlich. Und was wir hier versuchen, ist natürlich die ganz vielfältige Wirtschaftsstruktur in eine möglichst einheitliche Form so können abzubilden, dass es eben effizient möglich ist. Das wäre jetzt auch, sage ich mal, ein bisschen gewagt, zu sagen, dass es für alle Unternehmen gleich lang geht. Aber es ist, wird immer das Verhältnismäßigkeitsprinzip angewendet werden. Das heisst, kleine Unternehmen, die weniger professionell unterwegs sind, denen wird wahrscheinlich auch mal mehr etwas verziehen werden, wenn sie in einem den Beleg nicht ganz so verrückt schön dargestellt einreichen, wie das vielleicht ein börsenkotiertes Aktiengesellschaft würde machen. Gibt es eine Frage aus dem Zoom? Ja. Es sieht nicht danach aus. Wir haben aber vom Peter Schürmann vom Regionaljournal eine Frage zugeschickt bekommen, nämlich was ist mit Selbstständigen und Unternehmen, die durchs Raster fallen, aber trotzdem Umsatzeinbußen haben, wie zum Beispiel Tontechniker? Ja, also da sind Firmen definiert, oder, wo Anspruch haben, und die anderen, die nicht Anspruch haben, die müssen unter dem Programm für die, wo sie betrifft, müssen Hilfe beantragen. Ich kann nur Auskunft geben zum Covid-19-Härtefallprogramm vom Kanton Zürich, das auf dieser Covid-19-Härtefallverordnung basiert. Dort drin sind die Anspruchsberechtigungen abschliessend definiert. Also wir sind da entweder, wenn man angestellt ist, müssen wir auch unter Kurzarbeit gehen, und wenn man selbstständig ist, über Corona Erwerbsersatz. Es ist eigentlich wahrscheinlich der Weg gewesen. Aber da können wir nicht eine detaillierte Auskunft geben. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, wollen wir nicht mehr verlängern. Danke. Frist. Frist, 19. Januar bis 31. Januar. Das ist wichtig. Danke Ihnen, wenn Sie es transportieren können. Wieso ist die so kurz, die Frist? Was? Ist die Frist so verkürzt? Ja, weil wir möglichst gleich wollen, die Möglichkeit eröffnen, dass die mit den neuen Bedingungen, die ja nicht mehr unter den erschwerten Bedingungen, die im Kanton Zürich festgelegt worden sind, dass wir eigentlich für die zweite Runde den Weg frei haben. Oder? Und wenn wir jetzt das Parlament möglichst schnell einen Entscheid fällt, dass wir nachher können auftun und dann nach unseren Schätzungen dann wirklich einen grossen Teil abholen von denen, die jetzt Ausfälle und Schäden haben. Gut. Besten Dank und einen schönen Tag.